14 Uhr mit dem Webinar beginnen. Ich habe jetzt schon mal die Aufzeichnung gestartet. Vielleicht ist ja jemand, der nicht live teilnehmen kann, auch an dem interessiert, was wir im Vorfeld miteinander bereden. Und ich glaube einfach, dadurch, dass das Thema ein sehr aktuelles Thema ist und die gesamte Branche bewegt, nicht nur diejenigen, die im Bereich Content sich bewegen, sondern ebenso auch die Leute, die auf der Seite der Serviceanbieter sich befinden. Das heißt also jemand wie die IBM zum Beispiel, die ja Speicher zur Verfügung stellt, die Services zur Verfügung stellt und. Aber auch die Rundenanbieter, für die es natürlich immer wieder ein ganz neues Thema ist, zu sagen, wir haben eigentlich großen Speicherbedarf, wir möchten aber nicht zwingend dann genau diese Services auch bei uns im Haus haben. Sprich also dazu noch entsprechendes Know-how und Personen vorhalten zu müssen, sondern für uns ist es einfach wichtig, dass wir eine Lösung und einen Lösungsansatz sehen, bei dem wir kosteneffektiv und personal optimiert das Ganze betreiben können und dabei aber auch gleichzeitig noch die Sicherheit bieten können, die alle brauchen und jeder eben halt auch haben möchte und jeder Vorgesetzte eigentlich auch immer wieder abfragt und als zwingende Notwendigkeit für uns alle eigentlich mehr oder weniger heute zum Tagesgeschäft schon geworden ist. Aber das Thema werden Sie mit Sicherheit gleich noch breit vorstellen. So, wir nähern uns dem Countdown, nämlich der Zeit, der Nullzeit, in der wir beginnen. Und ich denke mal, dass wir auch den letzten willigen Zuhörern jetzt noch die Chance geben sollten, bevor wir eigentlich beginnen, sich noch bei uns einzuloggen. Die Frau Urbicht, meine Kollegin, ist diejenige, die im Hintertürchen und unsichtbar und still die Türen für all die aufmacht, die an dem Webinar teilnehmen möchten. Die erteilt also dann die Genehmigung, um auch diesen Raum betreten zu können. Und wir beide konzentrieren uns aufeinander und auf den Inhalt, den Sie uns anbieten. So, lieber Herr Haas, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Webinar mit dem Thema Medienlandschaft in den Wolken. Dieses Webinar Medienlandschaft in den Wolken ist etwas, das Sie der FKT angeboten haben, um eine Erweiterung der schon vorhandenen Berichte in der FKT durchzuführen und ebenso auch eine Erweiterung dessen, was Sie glauben, unsere Zuhörer und Besucher unseres Webinars zwingend auch haben müssen. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen. Herr Haas wird mit Sicherheit den ganzen FKTG-Mitgliedern bekannt sein. Herr Haas ist seit vielen, vielen Jahren im Bereich der Medien und Telekommunikation bei IBM tätig und hat dort in der Entwicklung von Lösungen in verschiedenen Bereichen mitgewirkt. Herrn Haas kenne ich persönlich schon seit vielen Jahren. Wir haben schon viele Projekte gemeinsam gestemmt und das Fachwissen, was Herr Haas hat, ist ein Fachwissen, auf das er als Beratender und auch als Vertreter der IBM jederzeit seinen Partnern hilfreich zur Seite stehen möchte und auch das weitergeben möchte. Der Beitrag, den Herr Haas uns jetzt hier vorführt, ist ein gemeinsames Produkt von dem Herrn Biewer, dem Herrn Holger Wiebrecht und dem Herrn Haas. Alle drei Kollegen sind Mitarbeiter der IBM, haben sich Gedanken dazu gemacht, was Sie unserem Publikum jetzt zu diesem Thema vorführen könnten und darstellen könnten und wo gegebenenfalls mehr Wissen für alle generiert werden kann. Herr Haas, ich gebe Ihnen ganz kurz mal die Möglichkeit, ein kurzes Statement für unsere Webinar-Teilnehmer abzugeben und damit auch das Webinar zu beginnen, um dann Ihnen auch die Möglichkeit zu geben, Ihre PowerPoint-Präsentation vorzuführen. Bitte schön, Sie haben jetzt das Wort. Ja, Herr Wagner, vielen Dank. Ich begrüße natürlich die Zuhörer. Ist natürlich spannend in dem Webinar, weil vermutlich die Bandbreite der Zuhörerschaft relativ breit ist. Das Cloud-Thema ist ja so eine Art Hype im Moment, ist in aller Munde.
wurde natürlich, sag mal, mit initiiert durch solche Projekte wie Wikipedia, Projekte wie Amazon, Google etc., ohne dass ja quasi die Cloud-Technologie oder ohne dass diese Projekte gar nicht gäbe, da ist die Cloud-Technologie die Basis. Ja, und wir hatten ja diskutiert, das Ganze mal im Kontext Medien zu betrachten. Wie ich vorher schon, sagen wir, mit dem Herrn Wagner kurz angedeutet hatte, für die IBM ist die Medienlandschaft, wir nennen es ja Medien Entertainment, also hat eine breitere Palette, sind nicht nur Broadcaster, sind natürlich auch Publisher, sind natürlich Printing-Medien, sind natürlich auch Gaming. Dort ist es insbesondere interessant natürlich. Und in diesem Sinne würde ich Ihnen gern dazu was Näheres erzählen. So, ich hoffe jetzt, dass Sie das Eingangsbild haben, nämlich die Titelfolie zu den Medienlandschaften in den Wolken. Wie schon bereits eingangs erwähnt, das ist eine Gemeinschaftsproduktion von drei verschiedenen Leuten. Um, sagen wir, insbesondere Cloud-Thematiken im Kontext Medien zu diskutieren. Den Abstrakt des Ganzen hatten Sie sicherlich schon gehört, das heißt, oder gesehen. So die Fragestellungen, die sich ja insgesamt ergeben, so was steckt hinter Cloud Computing überhaupt? Was gibt es für Spielarten? Was sind Mythen? Was ist dahinter wirklich Realität? Und wie verändert es überhaupt die Landschaften? Auch bei Medienunternehmen und Rundfunk. Und ist es ein Hype? Geht das wieder vorbei? Kommt was anderes? Oder wird es sich etablieren, auch im IT und auch im Produktionsumfeld vor allem? Und wo sind die Vorteile und Schwächen? Und das Ganze in 40 Minuten. Dazu erstmal ein paar Grundlagen zu Cloud Computing. Im Weiteren Einflüsse und Auswirkungen. Welche Entwicklungen gibt es? Wo liegt die Zukunft? Vorteile und Schwächen haben wir schon nun. Und dann insbesondere Anwendungsbereiche, Szenarien und Beispiele. Lassen Sie mich einfach mal starten. Was versteht man unter Cloud Computing? Ohne jetzt in eine Definition reinzugehen, es ist ein Nutzungs- und Bereitstellungsmodell, welches sich mehr oder weniger an Internet-Services orientiert. Das heißt, Internet-Services, wie wir es kennen, ich gehe mit meinem Browser oder gehe relativ mit wenigen Ressourcen, IT-Ressourcen, an das Netz und bekomme dort die verschiedensten Services. Das ist eigentlich, sagen wir, die Grundlage des Ganzen. Was bietet Cloud Computing? Im Prinzip eigentlich relativ effizienten und schnellen Selbstbedienungs- und Eigenprovisionierungsmechanismus. Was heißt es? Die Services, die ich quasi über die Cloud erhalten will, die kann ich über geeignete Schnittstellen, über geeignete Managing Services selber schnell anfordern und mir zur Verfügung stellen lassen. Ich habe damit natürlich eine schnell verfügbare Skalierbarkeit, weil ich natürlich den Scope oder die Kapazität dieser Services vergrößern kann. Ich gewinne eine Elastizität, das heißt, ich kann mir es nehmen, ich kann es aber auch wieder zurückgeben. Und das alles natürlich im Rahmen von zugrunde liegenden Service Level Agreements. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ich muss mir immer bewusst sein, wo stehe ich, beziehungsweise was kann ich erwarten und was habe ich im Vertrag abgeschlossen im Sinne von solchen Service Level Agreements bezüglich Performance, bezüglich Sicherheit etc.
Es ist ein einheitliches Konzept zur Bereitstellung von Ressourcen. Das erzieht ein wenig zur Disziplin natürlich, hat Vor- und Nachteile. Und es ist ein Pay-as-you-go-Modell mit entsprechendem Monitoring natürlich. Das heißt, ich zahle nur dafür, was ich wirklich benutzt und verbraucht habe. Das heißt, Cloud Computing steht für eine industrialisierte Bereitstellung von IT-basierten Services. Wenn man eine Cloud-Definition Liebe denkt, Teilnehmer dann des gibt es immer so Webinars. zwei verschiedene Bereiche, zwei verschiedene Grundlagen, an die man stößt. Das eine ist das National Institute of Standards and Technology. Die sagen, ein Cloud Computing ist ein Modell für eine Ja? Hallo? Herr Haas, ich muss Sie mal ganz kurz unterbrechen, weil Ihr Stream bei uns permanent abreißt. Könnten Sie sich vielleicht mal ganz kurz auswählen und wieder erneut einwählen. Ganz offensichtlich gibt es ein Problem mit Ihrer Verbindung. Sie sehen, dass wir diese ganze Veranstaltung live machen. Den Test, den ich vorher mit dem Herrn Haas durchgeführt hatte, der verlief einwandfrei. Und ich weiß also, dass man bei einer Wiedereinwahl in das Adobe Connect-System gegebenenfalls eine bessere Verbindung aufbauen kann. Und deswegen unternehmen wir jetzt diesen Versuch, dass der Herr Haas sich erneut einwählt und wir dann das ganze Webinar nochmals beginnen können. Wie Sie ja auch gehört haben, ist es so, dass das Thema Cloud innerhalb der FKT schon seit einiger Zeit immer wieder aktuell behandelt wird und unter unterschiedlichen Aspekten auch beleuchtet worden ist, wobei wir sowohl die Seite der Hersteller, das heißt also, sehe gerade eine Nachricht von dem Herrn Westerkamp, der empfiehlt, dass wir den Videostream weglassen sollten, wenn wir gleich mit dem Webinar beginnen. Das ist ein guter Hinweis, das können wir gerne machen. Ich werde das entsprechend vorbereiten, damit dann der Herr Haas auch gleich mit seinem Beitrag weitermachen kann. Ich komme nochmal zurück. Wir haben das Thema Cloud Computing unter mehreren Aspekten beleuchtet. Einmal von der Seite der Service Provider, und zwar der Provider, die Netzanbindung durchführen und diese Netzanbindung auch unter besten Argumenten und besten Qualitäten bereitstellen. Dann haben wir das Thema Cloud Computing aus einer Sichtweise der Sicherheit beleuchtet, um eben halt auch dort bessere Dienste und sicherere Dienste gegebenenfalls vorstellen zu können. Heute wird das Thema von dem Herrn Haas von der IBM unter dem Aspekt der Medien in einer Medienlandschaft betrachtet. Und ich sehe, dass der Haas jetzt gerade wieder online ist. Wenn er sich dann sein Mikrofon wieder aufschaltet, werden wir gleich mit unserem Webinar fortfahren. Herr Haas, wir sehen Ihre PowerPoint-Präsentation schon wieder, wenn Sie mit der Folie, mit der Sie vorhin beendet hatten, gleich fortfahren und uns bitte nur noch Ihr Mikrofon aufschalten. Dann hören wir Sie auch wieder und können alles Weitere dann auch entsprechend in die Wege leiten. So, jetzt hören Sie mich wieder. Ja, Sie kommen gut an. Und Sie sagen, die Präsentation ist auch. Sehen Sie auch? Zurzeit ist das Bild noch nicht ganz aufgebaut. Ich sehe noch einen gerasterten Screen, aber ich denke mal, dass Nein. Sie gerade Ihre Präsentation auf Vollbild geschaltet haben. Okay, jetzt sollten Sie es wieder sehen. Hallo? Ich sehe noch einen schwarzen Bildschirm. Ich sehe noch einen schwarzen Bildschirm. Jetzt sehe ich Ihren Desktop. Und Sie sehen die Präsentation. Ja, Sie müssen nur noch auf Vollbild schalten und dann können Sie mit Ihrer Präsentation bitte weitermachen. Wir warten alle Okay. darauf, dass Sie jetzt quasi an der Folie, wo Sie vorhin unterbrochen hatten, weitermachen.
Jetzt haben wir Ihre Folie als Vollbild vorliegen und ich übergebe Ihnen wieder das Wort. Vielen Dank auch. Gut, Dankeschön. So, sorry für diese Unterbrechung, aber live. Wie gesagt, es gibt zwei, sagen wir, grundlegende Definitionen oder zwei Definitionen, die man immer anzieht von dem National Institute of Standards and Technology, die quasi sagen, dass Cloud Computing ein Modell ist, um über einfach über Netzwerk an einen shared, also einen gescherten Pool von Ressourcen zu kommen und sich dort entsprechend die Services beziehen kann. Diese Services können Netzwerkservices, Server, Storage, Anwendungen oder sonstige Application Services sein. Und es gibt im Prinzip fünf essentielle Charakteristiken, drei Service-Modelle und vier Deployment-Modelle. Das sehen wir nachher nochmal. Bitkom definiert das ähnlich, nämlich als Form der bedarfsgerechten und flexiblen Nutzung von IT-Leistungen, wobei hier nochmal der Fokus auf eine nutzungsbezogene Abrechnung vermerkt ist. Das sind eigentlich, sagen wir so, grundlegend die Informationen, die man da nehmen kann. So, welche Cloud-Dimension gibt es? Wie schon vorher angekündigt bei diesen Definitionen, gibt es diese Cloud-Charakteristikas. Das heißt, die Charakteristiken, das ist einmal natürlich einen Self-Service on demand zu haben. Das heißt, ich kann mir die Services, die ich aus der Cloud beziehen will, selber nehmen. Manchmal natürlich nach vorher Anmeldung, je nachdem. Das heißt aber, ich bin im Prinzip mein eigener Manager, um mir diese Services bereitstellen zu lassen. Und das erfolgt natürlich automatisch. Ich muss dann nicht groß irgendwelche Systeme installieren oder so. Das ist ein breiter Netzwerkzugriff ist notwendig, denkt man sich vor allem natürlich im Medienumfeld. Das heißt, hier handelt es sich meist um große Objekte, wenn ich an Videofiles denke, an Essenzen denke. Aber auch natürlich für die reine Delivery brauche ich natürlich diesen Netzzugriff. Es ist ein Resource Pooling, das heißt also, die gesamten Ressourcen sind zusammengelegt. Ein wichtiger Aspekt, den man hier betrachten muss. Das heißt, es gibt einen Pool, aus dem sich alle bedienen. Und das erfordert natürlich eine gewisse Vorsicht auch. Eine schnelle Elastizität ist eine Charakteristikkeit. Das heißt also, ich kann in meinen Ressourcen, die ich benötige, relativ schnell welche dazu haben, wieder welche abgeben. Und ich habe natürlich sogenannte Measured Services. Das heißt, es muss Möglichkeiten geben, wie ich den Verbrauch messe, um entsprechend verbrauchsgerecht abrechnen zu können. Dann gibt es die verschiedenen Service-Modelle. Das heißt, von unten Infrastructure as a Service, Plattform as a Service und Software as a Service. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und verschiedene Bereitstellungsmodelle in der Spannbreite von Private bis Public Cloud. Betrachten wir nun die einzelnen Service-Modelle in der Cloud, so von unten angefangen, Infrastructure as a Service, IaaS genannt. Da geht es darum, wie kann ich mir Rechenleistung, Speicher und Netzwerk auf Anforderung holen? Was kann ich damit machen? Damit kann ich natürlich mir selber irgendwelche Anwendungen auf der Basis installieren. Ich kann selber eine Umgebung aufbauen. Ich habe damit den Vorteil natürlich genau, die Ressourcen, nämlich das Blech, das ich mal platt gesagt, das ich sonst mir selber hinstellen müsste, mir zu holen und die Installation zu machen, diese Images auch abzuspeichern, um sie später wiederverwenden zu können. Bei einer Plattform as a Service, da wird von dem Service Provider werden schon weitere Service und weitere Level zur Verfügung gestellt. Da geht es auch um Entwicklungswerkzeuge, zum Beispiel Auslieferungsplattformen für Entwickler etc., Datenbanken, Middleware, Java Runtime und so weiter. Dann Software as a Service ist ein höherer Level. Da geht es jetzt darum, dass zum Beispiel von Dritten eventuell Services bereitgestellt werden, die dann der Endbenutzer, für sich in Anspruch nehmen kann, für sich reservieren kann, für sich benutzen kann. Hier geht es ganz simpel um solche Systeme wie SAP, hier geht es um Systeme wie CRM, um Systeme wie Transcoding zum Beispiel im Medienumfeld, um Services wie Archivierung, Zusammenarbeit, Collaboration. Und es geht an dem nächsten Level, Business Process as a Service, da geht es um komplette Geschäftsergebnisse, da geht es um ganze Abläufe,
im Sinne von SOA und BPM. Das heißt, da geht es um Gehaltsabrechnungsmanagement, Einkaufsprozesse und natürlich industriespezifische Prozesse, wie zum Beispiel Archivierungsprozesse, Provisionierungsprozesse von Content etc. Über die ganze Zeit, wie sieht sowas aus? Wie mache ich überhaupt eine Cloud? Unten nochmal angeführt. Wenn ich jetzt, sagen wir, mich damit beschäftige in meiner Firma, wie ich das Ganze umsetze, dann geht es zum einen natürlich, wie etabliere ich eine Strategie in meinem Unternehmen und wie kann ich das erreichen, was sind die Ziele. Dann das nächste ist das Deployment, wie errichte ich die Cloud-Services innerhalb des Unternehmens oder als Anbieter. Und das last but not least ist die Verwaltung und die Optimierung. Die ganzen Bereitstellungsmodelle, was Sie sicherlich auch schon gehört haben, es geht von Private Cloud. Was heißt es bis Public Cloud? Private Cloud heißt im Prinzip nichts anderes. In meinem Unternehmensrechenzentrum stelle ich entsprechendes Equipment auf und entsprechendes Service auf und ich betreibe das auch selber. Das heißt, diese ganzen Charakteristiken, die vorne angeführt waren, bleiben innerhalb meinem Unternehmen und bleiben natürlich in dem Kontext auch nur den Beschäftigten meinem Unternehmen, sagen wir mal, zur Verfügung, beziehungsweise können auch extern gemacht werden, aber es bleibt in diesem Kontext. Der nächste ist Hosting im Unternehmen, das heißt, ich habe die Server, den Storage etc. in meinem Unternehmen selber, lasse es aber durch Dritte betreiben. Oder aber ich kann natürlich auch Hosting und Betrieb durch Dritte machen, bin aber immer noch in Private Cloud-Umgebung. Das heißt, nur mein Unternehmen bewegt sich auf der Cloud. Das reduziert natürlich, sag mal, gewisse Aspekte wie Sicherheitsbetrachtungen. Und dann geht es schon in Richtung Shared Cloud Services. Das heißt, es können zwar immer noch, sag mal, eingeschränkt, nicht jeder kann rauf, sondern vielleicht nur irgendwelche befreundete Unternehmen, irgendwelche Communities. Das Ganze wird aber, sagen wir, bei Drittanbietern betrieben. Da könnte dann sowas sein wie zum Beispiel IBM betreibt eine bestimmte Cloud-Infrastruktur für einen Verband von Medienkunden, jetzt einfach mal so, ich glaube, sie getroffen für ARD oder wie auch immer. Und das Dritte ist natürlich, das Letzte ist das Public Cloud Services. Das heißt, hier bin ich wirklich in dem Modell, dass ich mir, sag mal, On-Demand Services hole. Das heißt, kann jeder im Prinzip drauf, jeder kann sich im Prinzip die Services dort holen. Das sind dann, sag mal, Anwendungen typischerweise wie Amazon, wie Google etc. Natürlich gibt es auch gewisse Hybridformen, weil es wird in Zukunft wahrscheinlich nicht nur klassische Formen geben, sondern Hybridformen unten vermerkt. Das heißt, ich habe trotzdem noch eine traditionelle IT-Umgebung. Ich habe natürlich irgendwelche Elemente aus der Public Cloud, vielleicht aber auch aus einer Shared Cloud. Und das Ganze verbinde ich natürlich insgesamt zu einem Konstrukt, zu einem verschiedenen, zu einem Prozess und zu diesem Ablauf. Was steckt nun hinter Cloud Computing? Im Prinzip beziehe ich irgendwelche Services aus einer Cloud. Das muss aber irgendwo herkommen. Das sind typischerweise, was wir schon angesprochen hatten, zum Beispiel Rechenleistung, Speicherkapazität auf unterstem Level, Testing Suite, Webshop, Video on Demand, Einkaufsprozesse, Gehaltsabrechnung und so weiter. Aber ich teile mir das in der Regel mit anderen. Auch die anderen beziehen das aus der Cloud eventuell. Und ich glaube, dessen muss man sich immer bewusst sein. Was steckt nun wirklich dahinter? Hinter einem Cloud sind natürlich immer irgendwelche Data Center. Das heißt, logisch, irgendwo müssen die Services herkommen. Das heißt, es sind typischerweise Data Center, wo das Ganze installiert ist, aufgebaut ist, deployed ist und die quasi diese Services nach außen entsprechend anbieten. Auf Basis von entsprechenden Cloud-Referenzarchitekturen, das ist zum Beispiel ein Überblicksbild, ein High-Level-Einstiegsbild in der IBM Cloud-Referenzarchitektur, die wird natürlich, je tiefer man geht, verfeinert, aber das einfach mal als Basis. Nicht nur die IBM, andere haben Cloud-Referenzarchitekturen. Es gibt auch inzwischen Organisationen, die Cloud-Referenzarchitekturen herausgeben. Das ist die Basis des Ganzen. Und
wichtig, diese Datacenter, wo liegen die? Logischerweise bei IBM zum Beispiel, aber ich vermute mal bei anderen Companies auch, verteilt über den ganzen Erdball. IBM hat Cloud Labs in Raleigh, in Ehningen in Deutschland zum Beispiel, in Frankfurt in Deutschland, aber auch natürlich in Japan, in Singapur etc. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen. Cloud-Center sind verteilt. Natürlich kann ich Cloud-Services auch aus einem bestimmten Datacenter fokussiert anbieten, was dann wichtig ist, wenn es nachher um Security geht. Aber einfach das zum Verständnis. Zurück zu der Frage, ist Cloud Computing just a Marketing-Buzzword? Ich beziehe mich hier auf die Top 25 Mythen, die im Internet zu finden sind. Nein, es ist nicht unbedingt ein Marketing-Buzzword. Es wird weitergehen. Das zeigt zum Beispiel auch die Bitkom-Studie. 62% der IKG-Anbieter nennen Cloud Computing als den wichtigsten IT-Trend im Jahr 2011, neben mobilen Applikationen IT-Sicherheit. Oder in einem Microsoft White Paper von der einer IDC-Studie sieht man auch ganz deutlich, dass entsprechend aus 157 Befragungen in Deutschland herauskommt, dass Cloud Computing sich innerhalb der nächsten 2 bis 5 Jahre etablieren wird, 43%, und lediglich 5% glauben, dass es quasi in den nächsten 2 bis 5 Jahren unbedeutend bleiben wird. Aber ein relativ großer Anteil ist davon überzeugt, dass sich das entwickeln wird. Auch von IBM, eine CIO-Studie, 41% der Befragten, 200 CIOs in Deutschland sehen das ganz oben auf einer Tagesordnung. Weiterer Schwerpunkt ist Business Intelligence, Analytics etc. Virtualisierung, was natürlich als Wegbereiterin für Cloud Computing steht, ist auch ganz vorne mit dabei. Das heißt, sehr viele setzen auf Cloud Computing und glauben, dass sich das etablieren wird. Was sagt Gartner dazu? 2010 bereits, nämlich, dass Cloud Computing sich bei den Medienunternehmen durchsetzen wird. Allerdings ganz wichtig hier bei den Medienunternehmen ist eine Betrachtung der Aufteilung, der Unterteilung und Verteilung der IT-Landschaften. Das wird auch in verschiedenen White Papers, zum Beispiel auch in einem White Paper von IBM, evident, wenn man sich vor allem die Workflows der Essenzen betrachtet. Logischerweise versuche ich natürlich, Essenzen nicht über weite Strecken zu bewegen, sofern sie groß sind. Aber insgesamt sagt Gartner interessanterweise, dass die Media-Industrie das schnell adoptieren wird, das Cloud Computing. Und da muss man dann genauer hinschauen, welche Bereiche das sind. Es wird natürlich sofort evident, wenn wir später nochmal auf einen bestimmten Bereich abzielen. Was heißt es nun für die IT-Landschaften? Also Cloud Computing als automatisierte Bereitstellung von IT-basierten Services, das wird Einzug halten. Heißt es, dass Cloud jetzt IT-Jobs wegnimmt, eliminiert? Ich glaube nicht. Also ich denke, dass Cloud Computing eher die Möglichkeit schafft, dass man sich auf andere Elemente, auf andere Bereiche konzentrieren kann. Logischerweise wird die IT-Abteilung in einem Unternehmen immer noch notwendig sein, nämlich um entsprechend diese Cloud-Ressourcen zu bestellen, provisionieren und strukturiert auch zu benutzen. Cloud Computing unterstützt die Business-Transformation. Ein interessanter Aspekt, nämlich die Business-Transformation und Transformation im Medienbereich, ist ja in vollem Gange in mehreren Bereichen. Das heißt also sowohl im analogen zum digitalen, als auch natürlich im Hinblick auf Prozessorientierung. Das heißt, hier kann Cloud Computing natürlich auch helfen, das etwas besser zu strukturieren. Und was auch klar ist oder was man auch sehen muss, ist, Cloud Business ist kein Big Bang Geschäft. Das heißt, es wird nicht auf einen Schlag umgesetzt werden, sondern es werden sich hybride IT-Landschaften herauskristallisieren, wie teilweise jetzt schon, ne, so der eine oder andere Broadcaster nutzt auch schon mal bei Engpässen Transcoding in the Cloud.
Das heißt, es wird hybride Landschaften geben und es wird natürlich immer auf die Anforderungen der Kunden ankommen, auch im Sinne von, was im Broadcast-Medienbereich vielleicht sehr evident oder sehr, sehr sich rauskristallisieren wird, insbesondere im deutschsprachigen Raum, sind dann sogenannte Community Clouds. Das heißt, wo einzelne, sagen wir mal, befreundete Unternehmen sich zusammenschließen und eben solche Services gemeinsam anbieten, kommen aber nochmal drauf. Das heißt, bei Medienunternehmen spielt es natürlich auch eine Rolle, ganz sicherlich in den klassischen Geschäftsbereichen, CRM, SAP, E-Mail, Collaboration, Development und Test, da ist es logisch. Aber ich denke auch im Produktionsbereich und in der Delivery werden sich Cloud-Konzepte etablieren, nicht vollständig, sondern vielleicht teilweise eben, wie es vorher schon bemerkt wurde, als hybride Konzepte. Wohin geht nun die Reise? Wird alles cloudifiziert? Nee, hat man gerade schon quasi diskutiert. Wieder einer der Mythen, anything you can run on a server can be run in the cloud, muss man sich genau anschauen, unter welchem Aspekt. Natürlich gibt es hier Security-Anforderungen, Flexibilität, Performance etc. und welche Kontrolle man letztendlich darüber hat. Das sind alles wichtige Aspekte. Cloud Computing auf jeden Fall trägt zu neuer Businessqualität bei. Das kommt aus dem Bitkom-Leitfaden für Cloud Computing heraus, nämlich als Evolution in der Technik, Revolution im Business. Es wird von Unternehmen genutzt, aufgrund eben, weil ich fixe Investitionen verlagern kann zu variablen nutzungsabhängigen Kosten. Ne, erinnern uns, ich zahle nur für das, was ich wirklich auch verbrauche. Es ist schnell realisierbar. Im Gegensatz dazu, wenn ich erstmal irgendwelche Hardware bestellen muss, die erstmal installieren muss, vernetzen muss, aufbauen muss, etc., bin ich natürlich mit Cloud-Instanzen schneller dran. Es hat eine größere Flexibilität und Skalierbarkeit der IT-Ressourcen. Da komme ich nachher noch auf ein interessantes Beispiel. Es wird in 10 bis 15 Jahren möglich, dass Unternehmen ohne große hauseigene IT auskommen. Das muss man, würde ich sagen, etwas differenziert betrachten, was relativ klar ist. Es wird nicht ohne hauseigene IT gehen. Wie groß die ist, das hängt natürlich von den Möglichkeiten ab, die uns eine eigene Cloud bietet, nämlich im Zuge von Security, Performance und Kontrolle. Das ist ein Paradigma, welches die ganze Informationswirtschaft nachhaltig verändern wird. Es wird auf die Informationswirtschaft wirken, ganz eindeutig, nämlich wenn ich meine Konzepte aufbaue in Richtung Cloud, in Richtung Cloud-Strukturen, dann erfordert es auch eine klare Kommunikation und eine gute Strukturierung, was manchmal vielleicht in manchen Unternehmen etwas schwierig ist. Ist nicht immer die sinnvollste Lösung, auch logisch, es ist nur eines von vielen Modellen, das heißt, es kommt auf die Business-Anforderungen an. Es kann schnell und kostengünstig umgesetzt werden und deswegen in kleinen Projekten gemacht werden. Der Einsatz von Cloud Computing, wenn man mal sieht, welche Leistungen man betrachtet, Server, Self-Service-Bereitstellung, Änderungsmanagement, dann sieht man, dass es vorher doch etwas schwieriger war, etwas teurer war und man kann es nachher natürlich auch einfacher machen, wobei das teurer muss man sich auch wieder genau anschauen. Wenn ich natürlich riesige Videoobjekte immer durch die Pipes schieben muss, dann kostet es auch, ich zahle ja auch für die Nutzung der Bandbreiten. Das heißt, es ist dann was man sich auch sehr genau anschauen muss. Ich mache jetzt etwas schneller wegen der Zeit, um da nicht irgendwie drüber zu kommen. Interessant, es gibt eine Vision Cloud, ein EU-Projekt, in dem die IBM unter anderem auch dabei ist, auch die Deutsche Welle macht damit. Und da gibt es unter anderem einen Link, der nennt die 5 Cloud Computing Perils to be aware of. Ich fand das einen wichtigen Aspekt, sich nochmal wirklich klar zu machen, was heißt es, wenn ich Cloud Computing mache. Ganz wichtig, you are no longer in control. Das heißt, ich habe nicht mehr die volle Kontrolle über alles. Logisch, weil der Service, der über die Cloud angeboten wird, wird ja von einem anderen Unternehmen angeboten. Das heißt, ich habe nur noch bedingt Kontrolle. Wichtig deswegen ganz eindeutig, ich muss die Service Level Agreements mir genau anschauen. Wie sehen die aus? Mappen die auf das, was ich benötige, etc. Zweitens, you are not the most important part of anything. Auch ganz klar, wenn ich mir vorstelle, dass viele sich auf der Cloud tummeln, außer ich bin natürlich in der Private Cloud mit meinem Unternehmen,
dann hat es hier natürlich ganz klare Impacts, nämlich ich bin nur einer von vielen. And you can have any color you want as long it's black. Naja, man muss sich sehr genau anschauen, was bieten die Cloud-Provider an und ist Feature 57 ist ein spezielles Feature, also wirklich dabei, das ich brauche, muss man sich wirklich sehr genau anschauen. You still need on-premises hardware and an in-house IT staff, hatten wir vorher schon kurz gesagt. Es wird nicht ohne eigene Hardware und ohne eigene in-house IT-Leute geben. Und wichtig, Punkt 5, most Cloud Storage Services do not offer a data guarantee. Wie steht es mit Backup? Das muss man sich auch genau anschauen. Sicherheit, ein ganz anderer Aspekt, der wichtig ist, insbesondere wenn es sich um Personendaten etc. handelt. Rechenzentrum von heute, wie sieht es da aus? Ich habe die Kontrolle, das Rechenzentrum befindet sich von mir aus bei mir in Ehningen oder in Mainz oder wie auch immer. Heißt, ich weiß ganz genau, die Daten sind dort gespeichert auf den Servern, die ich genau kenne, die ich anfassen kann unten. Und wir haben Backups, das heißt vor Ort, das heißt, wir ziehen immer die Backups. Wenn irgendwas passiert, können wir es einspielen. Unsere Administratoren kontrollieren den Zugriff. Betriebszeit ist hinreichend. Die Auditoren sind glücklich. Unser Sicherheitsteam ist eigentlich bereit. Wie sieht es in der Public Cloud zum Beispiel aus, als krasser Gegensatz? Wo befinden sich da die Daten? Weiß ich nicht genau. Wo sind sie gespeichert? Weiß ich auch nicht, auf welchem Server oder auf welchem Storage Pool. Wer sichert sie? Wer hat den Zugriff? Wie zuverlässig ist das? Wie stehen die Auditoren dazu? Und das sind Fragen, die man sich wirklich stellen muss. Ja, In ganz. Deutschland ist es nochmal, es gibt Ja, wir länderspezifische hören. Richtlinien, in Deutschland ist es nochmal ganz streng. Sie hören mich noch? Okay, wunderbar. In Deutschland ist es sehr restriktiv. Schauen Sie sich die Karte an auf der rechten Seite. Eines der restriktiven Länder mit Datenrichtlinien. Es gibt ein nationales Datenschutzgesetz, das BDSG, Bundesdatenschutzgesetz, das umfasst alle persönlichen Daten und dort betroffen sind alle öffentlichen und privaten Einrichtungen. Das heißt, darf ich Datentransfer in Länder ohne adäquate Datenschutzgesetze machen? Nein. Ich nur, wenn die EU-Standards, sag mal, entsprechend abgedeckt sind, etc. Also ganz wichtig hier, sich nochmal klar zu machen, wenn ich in die Cloud gehe, sind es irgendwelche kritischen Daten, mit denen ich zu tun habe? Natürlich aus zwei Gründen. Erstens natürlich wegen den Datenschutzgesetzen, zum anderen natürlich zum eigenen Schutz. Das heißt, ich möchte natürlich ungern, dass meine Daten, meine irgendwie Kundendaten vielleicht irgendwo auftauchen. Was muss ich dafür machen? Da haben die meisten Anbieter natürlich entsprechende Tools und Services, um sowas zu bewerkstelligen, also Datenaustausch, Daten, sagen wir, abstrahieren etc., auch die IBM natürlich, um sowas bei Tests oder so, sowas zu machen. Gibt es natürlich auch verschiedene Bereiche, an das man sich natürlich, sagen wir, auch etwas anlehnen kann. Wenn es sich um irgendwelche Trainings, Tests und unsensible Daten handelt, dann ist natürlich das Risiko gering, der Sicherheitsbedarf ist auch natürlich gering. Bei Analysesimulationen mit öffentlichen Daten, da wird es schon kritischer und ganz kritisch wird es natürlich bei unternehmenskritischen Workloads und persönlichen Daten. So, wie sieht denn nun sowas in der Umsetzung aus? Gehen wir mal auf den Private-Bereich. Sie sehen hier zwei verschiedene Versionen, die zum Beispiel die IBM anbietet, eine Blade-basierte und eine Rack-basierte, eine Rack-Server-basierte Version. Das heißt, viele Unternehmen, IBM, bieten natürlich, sagen wir mal, solche Modelle an und sind in der Lage, dann natürlich, sagen wir mal, solche Private Clouds jemand hinzustellen. Welchen Vorteil hat denn sowas, so eine Private Cloud, einfach mal unter dem Aspekt gesehen? Damit kann ich natürlich, wenn ich im Unternehmen verschiedene Anwendungen habe, die ich nicht oft brauche, die quasi sonst immer nur irgendwelchen Server-Speicherplatz belegen, die kann ich dann natürlich damit reinpacken. Wenn es mehrere sind, lohnt sich das, weil ich aktiviere sie genau dann, wenn ich sie brauche.
Ich kann sowas natürlich auch nehmen, um intern innerhalb dem Unternehmen gewisse Lasten abzufedern. Das heißt, wenn jetzt am Monatsende irgendwelche Abrechnungen sind, unheimlich viele Leute irgendwelche an Abrechnungen arbeiten, dann kann ich solche Abrechnungssysteme natürlich dann zusätzlich provisionieren, um die Last besser zu verteilen, die Last besser abzufedern. Das sind dann natürlich alles so Aspekte, die man hier dann sag mal, betrachten kann. Es gibt Man betrachtet, auf welchen Ebenen jetzt solche Clouds spielen, hat man vorher schon mal angesagt. Dann kann man so mal ein Szenario, also wenn man sich so mal die Layers anschaut, Rechnersysteme ganz unten, Abstraction Layer als nächstes, dann kommen wir auf die Anwendungsebene, wie zum Beispiel Produktion, Planung, Archiv etc., Newsroom. Dann nächste Layer sind dann Services und Prozesse. Und ganz oben sind dann die Visualisierungsportale, Benutzer-Cockpits, Dashboards. So, wie sieht es mit Clouds aus? Was kann da passieren? Auf unterstem Level logischerweise Infrastructure as a Service. Das heißt, ich hole mir Rechenleistung, Speicherplatz, Netzwerk. Kann natürlich, wie vorher schon gesagt, wenn ich irgendwelche neuen Systeme, neue Anwendungen testen will, diese Anwendungen installieren darauf. Kann natürlich entsprechende Images ziehen, um Tests zu machen. Das ist alles, was ich natürlich sagen wir, in dem Umfeld machen kann. Plattform as a Service, da gehe ich schon den nächsten Level höher. Das heißt, da bietet mir der Anbieter schon spezifische Test- und Entwicklungsumgebung, Datenbanken etc. oder Application Server. Und der nächste Level, nämlich Software as a Service, und dann CRM, SAP, Newsroom zum Beispiel, Archiv, Video on Demand, E-Stores, Transcoding. Das Ähnliche habe ich natürlich auf Business Process Layer. Dort sieht es etwas anders aus, weil dort gehe ich dann ganz restriktiv auf die Web-Services, um die einzubinden in SOA-Konstrukten. Damit beschäftigen sich unter anderem natürlich auch Standardisierungsgremien wie die AMWA, also die American Media Workflow Association oder die EBU, die European Broadcast Union mit solchen Sachen. Das sind einfach die Ebenen. Wenn man sich das jetzt nochmal genau anschaut, einfach mal an zwei Beispielen, dann könnte ich mir vorstellen, eine Cloud Transcoding Service im Private-Bereich aufzubauen. Ob das jetzt einen Sinn macht, weiß ich nicht, weil die meisten Broadcaster haben natürlich Transcoding-Farmen, ein Archiv privat aufzubauen, vielleicht um irgendwelche Lasten abzufedern, wenn vielleicht viele Leute auf das Archiv zugreifen, eben die Frontend-Server dazu, macht aber unter Umständen mehr Sinn, wenn ich so ein Cloud Transcoding Service in der Community oder Public nutze. Das heißt also, Community könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt mal die ARD nehmen, dass die sich generisch einen Transcoding Service hinstellen, den dann alle nutzen können. Natürlich abhängig von den Formatanforderungen. Das gleiche natürlich für ein Archiv, was ja teilweise schon gemacht wird. Auf dem nächsten Layer sieht es dann anders aus, wenn ich natürlich den Service Layer mit reinnehme. Dann muss ich natürlich entsprechend diese Services auch bekannt machen nach außen, um diese Services aus der Cloud benutzen können. Welchen Vorteil hat es? Hierzu ein Beispiel, das wir gemacht haben, wenn ich zum Beispiel einen News Archiving Prozess betrachte. Ne? Das heißt, wenn die Nachrichten fertig sind, archiviere ich das Ganze. Dort sind verschiedene Systeme beteiligt, unter anderem einmal ein Transcoding-Service, unter anderem ein Essenz-Management-System oder ein Quality Assurance, ein MXF-Analyzer. Wie sieht es aus hier in dieser Umgebung, wenn ich jetzt das in einer Umgebung betreibe? Das heißt, die Essenzen bleiben in der Regel innerhalb der Medienanstalt. Sämtliche Anwendungen bzw. Services sind lokal und Vorteil, mein gesamtes IT- und Broadcast-Management ist in-house. Das heißt, die können auf alles zugreifen. Nachteil, ich habe natürlich Limitierungen in der Kapazität. Das heißt, irgendwann stoße ich an Grenzen, wenn eine hohe Last da ist. Ich habe keinen Ersatzservice, falls etwas ausfällt. Und mein gesamtes IT- und Broadcast-Management ist in-house. Also auch ein Nachteil, weil ich muss es natürlich auch bezahlen, auch wenn nicht so viel los ist. Wie sähe das aus, wenn ich in eine Cloud-Umgebung mit einbeziehe, also eine hybride Umgebung mir betrachte? Kann ich mir durchaus natürlich vorstellen, dass gewisse Systeme, wie zum Beispiel ein Ingest, ein Video-Production-System, vielleicht in-house bleibt. Ein Newsroom-System, welches ja sich, sagen wir, mit Journalisten beschäftigt, viele freie Journalisten, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es in der Cloud läuft, dass manche Anwendungen nach außen gehen können, ist es damit vielleicht einfacher. Ein Transcoding-System, natürlich haben viele eine Transcoding-Farm, nämlich die bleibt in-house, aber ich könnte natürlich parallel dazu ein Transcoding-Infrastructure-Service
in der Community benutzen. Warum? Um eben Peaks, Lasten auszugleichen. Das heißt also, wenn hohe Anforderungen kommen, das im Service Registry zu hinterlegen, sodass im Workflow dann, falls die Load auf der Farm zu hoch ist, automatisch auf die Transcoder in der Community ausgewichen wird. Ich kann natürlich ein Quality Assurance System auch in der Community betreiben, weil das natürlich dort auch, sagen wir, abfragbar ist. Ich kann ein Essenzmanagement dort betreiben, und natürlich auch ein entsprechendes Content-Archiv. Das heißt, Community Cloud, Public Cloud, wie ich das verteile, könnte ich mir dann genau anschauen. Jetzt ein Beispiel noch aus dem Transcoding. Ein Partner von IBM, nämlich Broadcast International, hat ihre Transcoding-System auf die Cloud gesetzt. Das heißt, Codexys ist deren System. Das läuft auf der IBM Cloud im Datacenter in Eningen und Boulder. Und der Marketingdirektor, der Norman Krebel, sagte, dass sie sind in der Lage, in etwa 30 Minuten das auch in den anderen Datacentern hochzuziehen. Was heißt das? Das heißt im Prinzip, ich kann dort Transcoding-Services beanspruchen. Natürlich würde ich jetzt, sagen wir, von beispielsweise Mainz aus nicht unbedingt den Transcoder in Singapur anwählen, aber natürlich vielleicht in Eningen oder in Frankfurt. Und somit, sagen wir, bietet sich das an. Ein Preismodell haben Sie auch hinterlegt bereits. Das heißt, wenn ich den Kupferservice benutze, dann zahle ich 77 Cent pro Stunde oder den Bronze-Level, dann 1,57 Dollar etc. Das sehen Sie unten noch. Das heißt also, was ich damit habe oder was ich damit sagen will, es gibt klare Modelle, die hinterlegt sind. Ich kann mich darauf einlassen, was ich zahlen muss, was es kostet. Ich habe natürlich auch entsprechende Performance-Aussagen hier auf dieser Seite. Das heißt, ich sehe genau, wie lange zum Beispiel jetzt in diesem Beispiel eine 2 Stunden Video in 720p MP2 Source File zum Beispiel benötigt, wenn ich das auf den verschiedenen Leveln Kupfer, Silber, Gold, Platinum quasi transkodiere. Die Zahlen links, die geben so den prozentualen Anteil in Realtime wieder. Das heißt also, wenn ich einen Platinum-Service nehme, dann komme ich schon etwa auf 50 oder weniger Prozent runter, auf in Realtime runter, um das zu transkodieren. Das sind so die Charakteristika, die ich mir anschauen muss. Wichtig, wenn ich das jetzt natürlich, sag mal, verwenden wollte, wären für mich dann noch solche Elemente wie: Wie steht es mit der Sicherheit? Ist gewährleistet, dass ich dort entsprechend meine Daten gesichert habe, dass nur ich auf meine Daten zugreife? Das heißt also User-ID, Passwort geschützt. Wie kommen meine Daten dahin? Wie lange dauert es überhaupt von Upload und Download dann dorthin? Weil das spielt ja auch eine Rolle. Das sind dann zweimal solche Beispiele, die man sich dann überlegen kann, aber die man hier auch durchaus andenken kann, wenn ich jetzt an eine ARD denke, sowas dann über das Hübnet quasi an irgendeinem Standort betreiben als generellen Service, sei es dann von irgendwelchen Service-Dienstleistern, die in der ARD verfügbar sind, wie auch immer. Zum Schluss noch eine kurze ein Einblick in spezifische Medienlandschaften. Links nochmal ganz klar, so mal, wie sieht so eine Kapazitätsplanung aus? In dem oberen Bild sehen Sie so eine Art Sinuskurve. Wenn ich jetzt eine Kapazitätsplanung wirklich an das obere Ende lege, dann zeigen mir diese grauen Bereiche eigentlich, wann meine Systeme stillstehen. Das heißt, ich habe eine Überkapazität, muss das aber unter Umständen in Kauf nehmen, will ich wirklich bis zu meinen Spitzen, sag mal, das entsprechend auslasten oder, sagen wir, konstruieren oder skalieren will. Anders sieht es aus, wenn ich drunter gehe. Das heißt, ich gehe bis zu einer mittleren Auslastung. Ich habe dort natürlich unter Umständen in den Peaks Lasten, die ich nicht abdecken kann. Solche Peaks könnte ich jetzt in so eine Community Cloud legen. Das heißt, immer wenn diese Kapazitätsgrenzen kommen, dann gehen die restlichen Transcoder oder die restlichen Aktionen in die Cloud oder in die Elastizität. Hier in dem Fall ein bisschen anders. Ich sehe unten in dem Beispiel nochmal, ich kann mir so eine Baseline nehmen und sagen, das ist meine Baseline. An der richte ich meine statische Anforderungen aus und jetzt übergreifend, überwechselnd auf diese Struktur, hybride Cloud-Struktur. Wie könnte sowas aussehen? Die grauen Wolken, diese grauen Wolken, die charakterisieren jetzt dedizierte Private Breakouts. Das heißt, das wäre jetzt sowas wie zum Beispiel eine Transcoder-Farm, die ich zu Hause habe.
Oder das wäre sowas wie im Gaming-Umfeld, das, was ich dediziert installiere mit entsprechenden doppelt ausgelegten Netzwerkkomponenten, um von außen reinzugehen, Load Balancern, Datenbanken oder eben jetzt Base-Servern. Und wenn jetzt die Spitzen kommen, nämlich die Peaks kommen, dann hole ich mir diese Elastizität aus Shared Cloud Ressourcen, die ich damit, sagen wir, entsprechend mit den Images provisionieren kann und in Minuten Abschnitten dann mir entsprechend dazu holen kann oder zurückgeben kann. Was erreiche ich damit? Ich erreiche damit natürlich eine Elastizität, welche mir ermöglicht, relativ schnell zu reagieren auf Lasten, relativ flexibles Pricing-Modell zu haben, weil ich, sagen wir, meine Baseline relativ nieder ansetzen kann. Und freuen sich natürlich die Finanzer in den Unternehmen. Das heißt, ich zahle nur bei diesen Peaks, bei diesen Lasten, das, was ich benutzt habe. So, das war's, was ich Ihnen derzeit jetzt näher bringen wollte. Ich hoffe, es hat Ihnen etwas geholfen, ein bisschen einen Einblick in Clouds. Wo geht's hin? Was sind so die Einschränkungen im Medienbereich? Ne? Also, man muss sich klar sein, medienspezifische Charakteristika sind dadurch gegeben, dass es große Objekte sind. Ich muss mit einbeziehen, Vielen dass ich Dank, diese Herr Haas, transportieren für muss. Ihren Und Vortrag. Sie Latenzzeiten, haben wenn es sich um gerade das Thema angesprochen, Realtime-Fähigkeiten was uns handelt, doch im muss ich mir das Hintergrund genau angeht. Sie anschauen, hatten ja ob schon mir Latenz das die und die Cloud Latenz, die wir alle gibt. gehabt haben, war einfach so, Dankeschön. dass Ihr Vortrag mitunter unterbrochen worden ist, aber dabei keine Informationen verloren gingen, sondern einfach es ein Loch gab und man sich dann den letzten Ton mit dem nächsten Ton zusammensetzen musste, um das Wort auch zu verstehen. Aber nichtsdestotrotz und ungeachtet dessen, was im Hintergrund abgelaufen ist, bei dem wir feststellen konnten, was es eigentlich bedeutet, in einer Cloud sich zu bewegen. Und wir haben uns ja heute mit unserem Webinar auch in der Cloud bewegt, möchte ich Ihnen folgende Fragen stellen. Sie haben vorhin angesprochen, diese unterschiedlichen Service-Level-Agreements, bei denen der Vertragspartner gegebenenfalls intensiv sich mit dem auseinandersetzen sollte, was in diesen SLAs steht. Gibt es denn da auf Seiten der einschlägigen Anbieter, sprich der Consultant oder auch der Firmen, die so etwas anbieten, Beratungshilfen, die einer Rundfunkanstalt oder einem Produktionsbetrieb angeboten werden können? Ja, also es gibt vielfältige Möglichkeiten. Das eine ist natürlich, sagen wir, jedes Angebot muss natürlich in sich diese Service Levels ausweisen. Zum anderen, IBM zum Beispiel, wir bieten auch Workshops an, um mit den Kunden zusammen, nämlich diese Cloud Readiness durchzugehen. Sag mal, was muss gemacht werden? Auf welchem Stand bin Ja, ich? Wie das, wenn geht Sie es sagen vonstatten? Wie Governance, sieht das das bedeutet Deployment ja, dass nachher aus? Und wie gegebenenfalls ein sieht die Unternehmen, was sich in Governance diesem des Bereich Ganzen noch aus? Das heißt auskennt, also, wie kann ich das nachher, entsprechende sagen wir, Hilfestellung monitoren, bekommen muss. managen Das und heißt, das optimieren? Laufen erst lernen muss. Und wenn wir über das Thema Laufen lernen sprechen, dann denke ich, dann ist es ja nicht nur das Thema, was steht in einem SLA, sondern das Thema auch, wie schütze ich meinen Content? Wie kann ich gegebenenfalls verhindern, dass fremde Zugriff auf den Inhalt, den ich auf dieser Cloud abgelegt habe, Zugriff nehmen. Beste Beispiel ist eigentlich, dass wir doch einen Super-GAU bei Sony gehabt haben, als man dort von Hackern quasi die kompletten Kundendaten öffentlich gemacht hatte. Denken Sie, dass so etwas auch ohne weiteres in einem Umfeld wie in einem Broadcast-Umfeld passieren könnte, sodass dort Daten, die jedenfalls sehr sensibel und Copyright geschützt sind, doch von Fremden, von Dritten eben halt öffentlich gemacht werden könnten? Also ich will jetzt nicht sagen, dass eine Cloud hundertprozentig sicher wäre. Das wäre verwegen. Aber
jeder seriöse Anbieter von Cloud-Services hat natürlich Schutzmechanismen eingebaut. IBM hat ein gesamtes Security-Framework mit integriert. Das sind natürlich solche Sachen wie, ich muss mich registrieren, ich brauche also User-ID, Passwort, das muss entsprechenden Regeln genügen. Ich sollte, und da muss ich natürlich dann selber wieder aufpassen, wenn sensible Daten sind, die entsprechend auch verschlüsseln, da gibt es auch Mechanismen. Die Cloud selber bietet natürlich, sag mal, diese Mechanismen, diese Daten gegen andere abzuschotten. Das hängt dann im Wesentlichen natürlich von dem Design, von der Implementierung von solchen Cloud-Services ab. Aber wie Das gesagt, heißt, Sie da gibt es würden natürlich als ein verschiedene Anbieter Architekturen, da sozusagen gibt es auch Hardware-Konsortier Security-Mechanismen und und bei Cloud-Services IBM zumindest Ihren liegt potenziellen den Kunden ganzen Cloud-Offerings raten, ein sich breites da über Security-Framework ein zugrunde. entsprechendes Ausbildungsprogramm in diese Thematik erstmal so tief einzuarbeiten, damit Sie eben halt all diese Risiken und auch die neuen Kriterien, die mit einer Cloud-Applikation verbunden sind, damit die erstmal verstanden werden, um dann dieses wiederum auch effektiv im eigenen Betrieb anwenden zu können. Also ich halte es schon für sinnvoll. Ich meine, natürlich haben die Unternehmen selber auch IT-Abteilungen, die durchaus in der Lage sind, sich mit der Thematik zu beschäftigen und sich in die Thematik einzuarbeiten. Aber es ist in der Regel doch manchmal hilfreich, wenn man von den Anbietern selber die Unterstützung bekommt, weil die Feinheiten aus verschiedenen Erfahrungshintergründen, aus verschiedenen Projekten bereits auch kennen und da sicherlich, sag mal, dem Kunden helfen können, die richtige Strategie anzuwenden, um nicht, sag mal, wie der eine oder andere dann vielleicht in das gleiche Fettnäpfchen zu treten. Ich halte es für sinnvoll. Wir bieten es an. Es könnten natürlich verschiedene Phasen sein. Es kann das erste Ich grundsätzlich eine Information, eine verstehe. Jetzt Diskussion sein. Das kann ein Workshop sein, eine wo das dann Frage tiefer zu geht, wo dem dann Thema SaaS, Cloud-Spezialisten für den also bestimmten Software as a Bereich dann mit Service hinzugenommen und werden in einem PaaS, Workshop und Plattform dann as a letztendlich, Service. sagen wir, mit dem Was mich Unternehmen, mit dem dabei ein Kunden wenig zusammen das verunsichert, ist auszuarbeiten. einfach die ganz klare Frage, was muss ich denn als Anwender gegebenenfalls für eine Entscheidung fällen, um zwischen diesen beiden unterschiedlichen Services, die angeboten werden, eine klare, ich sag mal, ein klares Businessmodell herausarbeiten zu können. Wenn ich sage, Software as a Service, das ist etwas, was heute schon von Microsoft angeboten wird, was auch im Consumer-Bereich schon angewendet wird. Das heißt, ich habe meine Office-Applikation nicht mehr bei mir installiert, sondern ich benutze die einfach irgendwo aus dem Netz heraus und benutze meinen PC quasi als einen Client, der darauf Zugriff nimmt. Wenn ich aber Platform as a Service nehme, also eine Plattform, die ich dann nicht mehr bei mir als eine Arbeitsstation stehen habe, sondern wiederum nur mit meinem kleinen Gerät, Laptop, Terminal oder was auch immer, ich quasi auf die Rechenleistung eines externen Systems zugreife. Mit welchen Kosten muss man denn in einem solchen unterschiedlichen Segment gegebenenfalls miteinander rechnen und miteinander vergleichen und ab wann rechnet sich so etwas denn überhaupt? Also ich als Anwender, Kleinanwender in meinem Redaktionsbüro, ich habe zwei Rechner, würde es sich für mich rentieren, einen Software-as-a-Service-Dienst gegebenenfalls zu kaufen oder anzumieten, monatlich dafür zu bezahlen? Oder ist es sinnvoller zu sagen, ich lasse mir von irgendwo eine Plattform bereitstellen, sei es von IBM oder wem auch immer, und ich benutze quasi nur mein Netbook, um mich dort einzuloggen und dann gegebenenfalls auf Photoshop zu arbeiten, auf Final Cut Pro zu arbeiten oder was auch immer. Gibt es solche Lösungen und wenn ja, mit welchen Kosten muss man da wirklich rechnen und B, ab wann würde sich so ein System amortisieren?
Also es ist schwierig zu sagen, ab wann lohnt sich so etwas, weil man muss die ganzen Parameter dazu kennen. Es gibt ja auch inzwischen, wenn man sich im Internet mal bewegt, durchaus auch inzwischen Diskussionen, wo die Frage gestellt wird, lohnt sich ein Cloud-Service gegenüber einem In-House-Service? Es kommt auf die Parameter an. Also wenn ich jetzt als, sag mal, einzelne Person gewisse Anwendungen auf meinem Laptop entsprechend fahre, dann würde ich sagen, ist es nicht unbedingt hilfreich. Wenn ich jetzt aber dafür hergehe, was ich vorher als Beispiel genannt habe, nämlich dieses Transcoding. Wenn ich jetzt, sag mal, so einen großen File bekomme, so ein Video, das ich transkodieren will, also in einem großen Rahmen und immer mal wieder, dann muss man sich natürlich anschauen, kann ich so einen Service nutzen? Ich habe vorher das Preismodell ja gezeigt. Melde ich mich an, schiebe den Videofile hoch, lasse ihn übersetzen, entsprechend transkodieren und kriege ihn dann zurück. Und das muss man dann dagegen rechnen, gegenüber dem, dass man entsprechenden einen Transcoder oder die entsprechenden Rechenleistungen so sich selber beschafft. Wenn ich das ein paar Mal mache und dann denke ich mal, lohnt sich den Service aus der Cloud zu nehmen. Gibt ja auch dieses schöne Beispiel, dass da Leute, sagen wir, die Amazon Cloud benutzt haben, um eben Transkodierung zu machen, was auf der eigenen Infrastruktur eben Jahre gedauert hätte. Die Elastizität ist das Entscheidende, denke ich mal, was man hier eigentlich betrachten muss. Wie die Kosten sich amortisieren, wo der Break-Even-Point ist, da muss man sich alle Parameter anschauen. Was ich im privaten Umfeld habe. Ich muss ja zu Hause, wenn ich jetzt, sagen wir, in meiner Umgebung bin, muss ich berechnen, ich brauche Strom, ich brauche den Standort, ich brauche entsprechend die Hardware. Ich muss immer damit rechnen, dass die Hardware auch mal wieder erneuert werden muss. Ich muss Softwarelizenzen, Gebühren zahlen, etc. Das alles summiert sich natürlich. Also das muss man alles mit einrechnen. Dann, Sie hatten noch eine andere Frage, Abgrenzung von Infrastructure as a Service zu Plattform as a Service. Etwas flapsig gesagt, Infrastructure as a Service, da kaufen Sie sich die pure, sagen wir, Storage-Kapazität oder Rechenleistung ein. Das heißt, im Prinzip können Sie darauf installieren, was Sie wollen, aber nach dem Motto Bring Your Own License. Das heißt, Sie sind dafür verantwortlich, wenn Sie irgendwelche Systeme, Anwendungen nehmen, um die zu installieren, müssen Sie die Lizenzen haben. Bei Plattform as a Service gibt es Nun bin ich gewisse einfach mal sehr provokant. Ich vorkonfektionierte bin auf der Plattformen, da letzten gibt es großen Application Broadcast Server, da können Sie gewesen und habe dort vorgefertigte mit einem Images nehmen, der da können Sie Datenbanken schon mit Software-as-a-Service-Provider und damit hinzunehmen, auch Cloud-Provider etc. Das gesprochen heißt, und habe zu damit ihm sind gesagt, diese sag mal, was kann ich denn Lizenzkosten schon eigentlich unter dem abgegolten. Begriff Cloud verstehen? Welche Dienste verbergen sich dahinter oder was muss ich als Anwender gegebenenfalls begreifen, damit ich überhaupt mit diesem Begriff Cloud was anfangen kann? Und er sagte zu mir: Wissen Sie, Herr Wagner, das Einzige, was Sie verstehen müssen, ist, dass Cloud Computing einfach ein toller Marketingbegriff ist, der genutzt wird, um Dienste, die zurzeit schon vorhanden sind, einfach dem Publikum, was sich mit der Thematik der globalen Ablage von Daten oder des globalen Nutzens von Rechner, CPU-Leistung und der Möglichkeit eben halt extern gegebenenfalls Signale rendern zu lassen und kodieren zu lassen, sich mit der Thematik bisher nicht auseinandergesetzt hatte. Für den ist das Thema Cloud Computing ein neues. Für alle anderen, die schon lange in diesem Bereich tätig sind, bedeutet Cloud Computing einfach nur hochperformante Infrastruktur, hochperformantes Speichersystem, dass man sowohl grenzenlos als auch begrenzt in der Möglichkeit der Maximalspeicherkapazität kaufen kann oder mieten kann oder als ein Service für sich gegebenenfalls nutzen kann. Ist das richtig so? Würden Sie das als Vertreter aus der Industrie unterstreichen? Es ist schwierig. Ja und nein. Also es gibt Aspekte drin, die natürlich stimmen. Es gibt Aspekte, denen würde ich widersprechen. Ich
Denke des Cloud Computing. Also wie schon gesagt, und ich glaube, da ist auch im Chat eine Frage da, das Cloud Computing wird nicht alles ersetzen. Dessen muss man sich klar sein. Ne? Also es wird die IT geben. Ich werde natürlich, wenn ich mir jetzt den Produktionsprozess anschaue, was gibt es da für Systeme? Da gibt es Abrechnungssysteme, da gibt es Post-Production, also Editing-Systeme, da gibt es Transcoding, da gibt es Lizenzsysteme, da gibt es Layout-Server etc. Was würde ich denn in die Cloud stellen? Wie gesagt, ich muss mir anschauen, was sind die Anforderungen. Wenn ich ein Layout-System habe, dann habe ich hier enorme Anforderungen an Ausfallsicherheit und an Latenzverhalten. Würde ich sowas in die Cloud stellen? Naja, da müsste ich mir schon sicher sein über die SLAs, dieses Speed. Ne? Und da müsste ich dann natürlich fragen, kriege ich, sag mal, so eine 4- oder 5-fache 9 hin? Und was kostet mich das dann? Ne? Will ich das? Also ich glaube, da muss man mit etwas Gespür rangehen an das Ganze. Wer macht Sinn? Klar, im Transcoding ist evident, die Frage taucht immer auf. Schaue ich mir Archiv an? Naja gut, ich meine, schaue ich mir die deutsche Landschaft an, dann gibt es da verschiedene ARD-Anstalten, jeder hat sein eigenes, für manche Hersteller natürlich klasse, aber vielleicht gibt es ja gewisse Synergien, erfordert natürlich auch eine gewisse Bereitschaft zur Kommunikation. Was eine Cloud Computing auch bietet, so wie Business Process Management SOA, es setzt eine gewisse Kommunikationsbereitschaft und Strukturierung. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der notwendig ist. Wenn ich in die Richtung gehen will, dann zwingt mich das ein bisschen in diese Dimension reinzugehen. Und das hilft mir dann dabei, vielleicht so manches ein oder andere besser zu strukturieren und zu optimieren. Zurzeit unseren Webinar-Teilnehmern bieten können. Wir können nur Denkanstöße bieten. Und ich glaube, dass die Denkanstöße einfach so sind, so wie das der Herr Beer gerade von Astra Platform Services in den Chat geschrieben hat, ein Gespür für neue Produkte. Und das ist wirklich wahr. Man muss in der heutigen Zeit sensibel sein für alles das, was draußen angeboten wird und für sich selber eigentlich die Entscheidung fällen, wie weit kann ich mit den Produkten, die angeboten werden, genau das hundertprozentig erfüllt bekommen, was wir in unserem täglichen Arbeitsablauf und täglichen Betrieb wirklich brauchen. Und ich denke, unter dem Aspekt mit der Blickrichtung auf den Produktionsbetrieb in der Postproduktion oder auch in der Ausspielung oder für den Archivar muss jeder für sich eigentlich die Antwort selber finden, indem er sagt, möchte ich meine wertvollen Inhalte nach draußen geben, sprich in ein Umfeld geben, bei dem ich keine Kontrolle mehr über den Content habe, oder ist es für mich einfach wichtig, ein Inhouse-Cloud-System zu bauen, was ja die meisten schon haben, indem sie einen vernetzten zentralen Speicher anwenden und nutzen, den auch gegebenenfalls für Renderlösungen betreiben und was nicht alles. Also ich glaube, dass Sie eigentlich als Triple-Provider, nämlich als Hardware-Hersteller, als Software-Hersteller und als Consultant, als Berater in diesem Bereich, sich der Verantwortung auch bewusst sein müssen, dass sie nicht nur ihre eigenen Produkte im Auge haben, sondern auch über die Schulter hinweg nach hinten schauen oder zur Seite schauen, um eben Mitbewerberprodukte mit ihren Lösungen auch in ein Konzept einzubinden, sodass für die Betreiber größtmöglicher Nutzen daraus entsteht. Und ich bitte Sie darum, ein letztes Schlusswort noch zu dem Thema zu sagen, weil uns die Zeit langsam davonläuft. Ja, ich denke, der Herr Beer von Astra hat es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Es bedarf ein Gespür für neue Produkte. Das heißt, ich muss wissen, wo macht es Sinn, diese einzusetzen. Und
wo macht es keinen Sinn und ich muss mir natürlich den Nutzen anschauen. Ich muss Gut, aber auch ein bisschen über Herr den Haas, dann Tellerrand danke ich blicken, Ihnen im zu Namen schauen, aller was machen Zuhörer meine und Kollegen, aller was machen in dem Bereich, Webinar-Teilnehmer kann ich mich und vielleicht gemeinsam mit ihnen zusammensetzen sage in nur noch Richtung einer einmal Community. abschließend, wir Cloud haben macht leider das heute ein Sinn, bisschen weil das juristische hilft dann wieder Probleme gehabt, Synergien zu dass verwenden. Aber wie Zürich gesagt, darauf zurück, es dass bedarf ihr ein leider gewisses Gottes Gespür, ja. heute bei unserer Adobe Connect Plattform eine Leitung oder ein Netzwerk an Vernetzung gewählt haben, was nicht ganz so glücklich war wie bei den anderen Malen. Aber trotz alledem, Sie haben einen ganz tollen Vortrag gehalten und ich habe wieder viel Neues dazugelernt und ich hoffe, dass unsere Webinar-Teilnehmer ebenso Neues dazugelernt haben. Vielen, vielen Dank.